Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das. Und zwar werden wir heute den IC 2185 fahren und wenn ihr erstmal den Zug soweit aufrüsten, würde ich sagen. Das heißt, Spitzensignal ein, Signalbeleuchtung ein ist. Das haben wir. So wollte ich das haben. Dann gehen wir hier nochmal die Scheibenwischer an. So. Das ist. Das lassen wir soweit. Signalleuchten. Spitzensignale. PCB-Modus. Nee. Falsch. O. Löst. Auto. Batterie ein. So, wo gehen denn hier nochmal PCB und so weiter an? Ging das noch mal? Kann mir das mal jemand sagen? Ah, SIFA ein, PCB ein, LCB ein. So, haben wir es doch. So, dann können wir uns wieder hinsetzen. Zack. Aber ich habe immer noch keine Scheibenwischer an. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ging die denn noch an? Schön für Regeln, aber ich will die Scheibenwischer anhaben. Schließvorgang eingeleitet. AFB, AFB, AFB. Scheibenwischer. Gibt's doch gar nicht. Sorry Leute, da muss ich mal eben kurz nachschauen. So, ich hab's rausgefunden. Mein Güte, tut mir leid, aber muss das erstmal wieder rausfinden. Bin schon lange keine 101 mehr gefahren. So, auf geht's. So, nächste Station, Fulda. Nicht gerade das beste Wetter, aber ja, auch da muss man durch.
Wunderschön. Wunderschön. Mit dem ICE, mit dem IC1 durch das Gewitter. Wunderschön. Ihr hört's. Es ist auf jeden Fall stark am Donnern. Man hört es auch, ich finde, man hört es auch schön, dass die Regentropfen hier aufs Dach prasseln. Also ich finde, da hat man ordentlich was dran getan an der Realität. So, dann dürfen wir gleich schon 180 fahren. Oh, eine Hamsterbacke. Sehr, sehr schön. Hinein in den ersten Tunnel. Wunderbar, diese Beleuchtung. Das war leider überhaupt nichts. Sorry Leute, das war gar nichts. Zu früh gemacht.
So sollte es sein. Eieiei, dieses bedrohliche Donnern. Was war das jetzt? Schaut euch mal den Stromabnehmer an. Müsst ihr mal genau darauf achten. Ah. Vorführeffekt, jetzt kommt nichts. So funktioniert eigentlich die LCB nicht, kann mir das mal jemand sagen? Ich habe die LCB eingeschaltet, aber irgendwie funktioniert die überhaupt nicht. So, noch 70 Kilometer.
Schauen wir mal, ob wir überhaupt pünktlich ankommen und heile ankommen bei dem Wetter. Ups, 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 ups. Ja, ja, ja. Sifa, Sifa. Wo bin ich denn jetzt hier? Andere Welt, zweidimensional. Sogar dreidimensional, wo bin ich? Hilfe! Ich jetzt innerhalb der Röhre oder wo bin ich? Egal. ICE 3. Schaut euch mal dieses Bild an. Wunderschön.
Sifa, Sifa, Sifa. Alle 30 Sekunden darf man diese hübsche Sifa drücken, weil sonst hat man ein Problem in Form einer Zwangsbremsung. Und das sollte man tunlichst vermeiden, besonders im Tunnel. Wäre das, glaube ich, nicht so ratsam. Manchmal reagiert der Taster aber auch nicht. Da drückt man 10-mal auf Q und das funktioniert nicht. So, da haben wir ja schon fast die Hälfte geschafft. Fast. Ja. Aber ich frage mich wirklich, warum die LZB nicht funzt. Ich habe die eingeschaltet, bin ich mir absolut sicher. Ich kann jetzt leider nicht aufstehen, weil dann riskieren wir eine Zwangse. Deswegen kann ich jetzt auch leider nicht nachgucken, aber ich bin fest der Meinung, ich habe sie eingeschaltet. Naja, komisch. Ist egal. Dann haben wir halt keine LZB. Komisch auf jeden Fall, aber egal. So, die Hälfte haben wir geschafft und noch fahren wir ziemlich regulär, also ich würde sagen, dass wir wohl pünktlich in Fulda ankommen, wenn nichts dazwischen kommt.
Wer von euch ist denn schon mal bei so einem Wetter, also wirklich mit Sturm, Regen, Gewitter, wer ist da schon mal Zug gefahren? Schreibt's gerne in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Wer bei so einem Wetter schon mal Zug gefahren ist, ist das romantisch, ist das Abenteuerlust oder ist das einfach stinknormal? Schreibt's gerne in die Kommentare, weil ich hatte leider das Vergnügen noch nicht. Das war knapp. Vielleicht fahre ich gleich noch ein kleines Güterszenario hinterher. Darauf habe ich auch noch Bock. Habe ich noch nicht gemacht. Auf dieser Strecke. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich weiß, das Szenario ist ein bisschen eintönig, aber das ist auch nur eine Fahrplanfahrt. Weil leider ein Szenario mit der BR101 auf dieser Strecke leider nicht zu finden ist. Eigentlich schade.
Oder wisst ihr, ob es irgendwo ein Szenario mit der 101 gibt, das auf dieser Strecke stattfindet? Ich habe es leider nicht gefunden. Also wenn ihr da irgendwo irgendwie Ideen habt, sagt gerne Bescheid. Das Wetter wird und wird nicht besser. Kann man hier eigentlich beim TSW auch eigene Szenarien stellen? Wisst ihr das? Und wisst ihr, und wenn es geht, wisst ihr, wie schwer das ist? Oder ist das relativ einfach? Also ich weiß es nicht. Kommt da wieder ICE3. Das ist hier schon der zweite ICE1, habe ich noch gar nicht gesehen auf dieser Strecke jetzt. Im Laufe des Szenarios. So, noch 29. Naja, ich bin ja mal gespannt, wenn die LCP zu Ende ist, ob wir dann in die PZB kommen, weil die LCP ist ja anscheinend nicht aktiviert. Also müssten wir ja eigentlich PZB
gesteuert fahren, aber PZB ist ja auch deaktiviert. Also sind wir jetzt rein AFB gesteuert oder wie sehe ich das? Naja, mal abwarten. Wenn wir kurz vor Fulda sind, da müsste sich ja was tun. Schade ist wirklich nur, dass bei diesem Fahrplanmodus nichts Unvorhergesehenes passiert. Dass das wirklich nur reines Fahren ist, von A nach B, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Das ist ein bisschen schade, dass das wirklich nur auf diese reinen Szenarien beschränkt ist. Und nicht, dass das auch auf den Fahrplanmodus ausgeweitet wird. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber naja, man kann wahrscheinlich nicht alles haben. Vielleicht kommt das noch, aber... im Moment ist das echt schade, dass man im Fahrplanmodus nur von A nach B fährt. Aber dem ist dann wohl so. Naja, wenigstens sammle ich hier ordentlich AP. Das ist das Einzige. Schon bei 5400. Ich denke aber, bis Fulda werden da wohl auch 6000 irgendwas. Wenn nicht sogar noch mehr. Sind jetzt noch gut 22 Kilometer. Also ein bisschen Strecke haben wir noch. Keine 10 Minuten mehr. Aber da sollte schon noch was zusammenkommen. Hey, wir dürfen gleich 280, aber dieser Zug hat ja bloß eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Deswegen ist das irrelevant für uns. Das Ende des Szenarios nähert sich.
15. Das sollten wir aber pünktlich schaffen. 35. SIFA-Zwangsbremsung. 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 So, 10 Kilometer gleich noch. 250 Kilometer werden wir gleich nochmal, oder ist gleich die Geschwindigkeitsbegrenzung hochgeschraubt. Aber wie gesagt, bei der 101 mit IC hinten dran ist bei 200 Schluss. Ich glaube, Solo darf sie dann aber 220 fahren. Bin mir da aber nicht ganz sicher, aber ich meine, sie darf, wenn sie alleine fährt, 220 an Höchstgeschwindigkeit fahren. Ihr könnt mich gerne verbessern, aber ich bin eigentlich der festen Meinung, dass dem so ist. SIFA.
So, dann können wir uns langsam mal vorbereiten. Auf die Einfahrt in den Bahnhof, beziehungsweise darauf, dass die LZB gleich endet. Die ist ja anscheinend doch aktiviert, so wie ich sehe. Was steht da? Ja, die ist doch aktiviert. Wollte doch sagen. Jetzt werden wir nämlich auf 100 abgebremst. Das schön. Kommt da etwa die Sonne durch? Habe ich da gerade was über die Sonne gesehen? Ich glaube, der Regen ist weg. Kann das sein? Scheint glatt die Sonne. Dann können wir die Scheibenwische auch ausmachen. Ja, 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 ja. Pünktlich in Fulda hört es auf zu regnen. Ja, Wahnsinn. Ja, okay, es regnet noch etwas. Da müssen wir doch noch mal. So. Kommt uns eine Hamsterbacke entgegen? Das ist die Frage, werden wir automatisch von der LZB gebremst? Oder nicht? Ah, sie bremst. Jetzt die Frage. Aber es sieht wohl so aus. Bahnsteig 6. Vorne ist unser Ziel. Wunderschön. Wunderschön.
Türfreigabe. 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 Ach, sehr schön, wie wir gebremst werden. Wunderschön. Ich liebe die LZB. Und pünktlich sind wir auch noch. Wer sagt's denn? Perfektes Szenario. Auf den Punkt. Zack. Ziel erfüllt. Sind die Türen jetzt offen oder nicht? Ne, sind zu. Jetzt sind sie offen. Der Bahnhof von Fulda. War immerhin etwas Sonnenschein zum Schluss. Da steht noch eine 146 abgestellt. So, würde sagen, zu Ende. Gold. Selbstverständlich. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit diesem Szenario. Benötigte Zeit 35 und 2 Sekunden. Eine gefahrene Distanz von 89,75 Kilometer und gelaufene Entfernung 5,85 Kilometer. Das war's mit diesem Szenario. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.